Es war einmal ein stolzes, edles, ja gar ritterliches Ross, das aufgrund seiner zauberhaften Erscheinung nur Magic genannt wurde. Das lebte bei einer holden Maid in einem gar nicht so weit entfernten romantischen lila Land und... Ach, ich bin im Märchen erzählen irgendwie nicht so. Ich mag das lieber praktisch und im Hier und Jetzt. Das ist ja auch eh total in Mode und außerdem sind echte Geschichten doch viel spannender als erfundene, oder? Also noch einmal. Das edle, stolze Ross nun, das ist vielmehr so ein recht gemütliches, kumpeltypmäßiges und fast immer ein gut gelauntes Pferd, das lieber auf den Namen Fred hört. Naja, Magic Fred ginge auch, das ist aber nur fürs Ego wichtig. Und Fred, das bin ich. Moin. Die holde Maid hier ist die Britta, meine beste Freundin. Ist ihr Lachen nicht toll? Ich verliebe mich jeden Tag neu in sie. Die flotte Lady mit dem schlanken Hals an meiner Seite hier ist meine Lieblingskollegin Maya. Die hält ihren Huf manchmal wie eine prima Ballerina. Mach ich gar nicht. Machst du wohl. Ja, also Maya und ich vertrauen uns blind und ich finde, genau so muss das bei einem Supergespann wie uns auch sein. Verliebt bin ich trotzdem nur in Britta. Das stört Maya aber nicht. Die wird auch von genug anderen Hengsten umschwärmt, was ich so mitkriege. Und das romantische lila Land, das gibt's auch wirklich. Es heißt Lüneburger Heide und ist mein Zuhause, seitdem ich ein Fohlen war. So richtig lila ist es zwar nur einmal im Jahr, wenn die Heidesträucher im Spätsommer in voller Blüte stehen. Dann ist hier ganz schön was los und Britta, Maya und ich fahren so richtig auf Hochtouren. Denn alle wollen das lila Land natürlich sehen. Schön ist es hier aber immer. Ach, und Motte begleitet uns auch immer. Für ein Pferd ist sie zwar etwas kurz geraten, doch dafür kann sie schöner bellen als ich. Britta, Maya, Motte und ich, wir sind schon ein echtes Dreamteam. Wahre Freunde eben. Wir haben eine der schönsten Aufgaben in der Lüneburger Heide, die man nur haben kann. Finde ich zumindest. Britta ist professionelle Kutscherin. Maya und ich sind dafür zuständig, dass wir vorwärts kommen. Und Motte hält neben Britta auf dem Kutschbock meist Ausschau nach Hindernissen. Oder so. Naja, manchmal gucken sie aber auch den flotten Hüterunden der Stuckenherden hinterher. Die bellen auch etwas tiefer als sie. Wir vier machen das, weil es uns riesig Spaß macht, Besuchern aus aller Herren Länder auf unseren Kutschfahrten die Schönheit und Geschichten unserer Heimat zu zeigen. Schaut sie euch an, unsere Heimat. Vor sehr langer Zeit entstand die einzigartige Landschaft der Lüneburger Heide durch landwirtschaftliche Nutzung. Durch Rodungen und das Weiden von Vieh kam so viel Licht auf den Boden, dass sich das Heidekraut quasi selbst aussäen und vermehren konnte. Und immer noch besteht über die Hälfte des Naturparks Lüneburger Heide aus satten grünen Wäldern. Und weil es hier damals schon so schön war, wurden die Heideflächen und Wälder später unter Schutz gestellt. So gibt es immer jemanden, der ganz genau darauf achtet, dass unsere herrliche Heimat auch so schön bleibt. Finde ich spitze. Unser kleiner Kutschbetrieb mit dem gemütlichen Stall liegt im Herzen der Lüneburger Heide. Britta ist die Chefin hier und hat das ziemlich gut im Griff, wie ich finde. Im Herbst und Winter ist es hier ruhiger, doch in der Hochsaison ist so viel los, da schafft meine Britta gar nicht alles allein. Deshalb helfen uns bei einigen Arbeiten dann auch noch ein paar andere Zweibeiner, damit alles hier rund läuft. So hat jeder seine Aufgaben und weiß, was zu tun ist. So wie Motte. Die ist ja Chefin vom Wachpersonal, glaubt sie zumindest. So ein Kutschbetrieb
Der hat es ganz schön in sich. Ich zeig's euch mal. Das hier ist unsere Anspannwiese, quasi der Parkplatz unserer Kutschen. Da wir heute aber mit meiner Lieblingskutsche fahren, werden Maja und ich zur Abwechslung direkt am Stall angespannt. Nein, nicht irgendwie mit Stress. Nicht so angespannt. Guckt mal, das Anspannen meine ich, wenn Britta uns fachmännisch an die Kutschen spannt, damit wir sie sicher und so bequem wie möglich ziehen können. So nennt man das. Einen überdachten Pferdehufpflegeplatz haben wir ebenfalls und das hier ist meine ganz private Fred-Pferdebox. Hier schlafe ich, wenn ich mal nicht gerade mit Britta unterwegs bin. Der Zimmerservice ist auch großartig, wie ihr seht. Und jede Menge Platz auf unseren Koppeln hat unsere Herde auch. Es ist einfach zu schön, hier herum zu galoppieren und sich zwischendurch mal ausgiebig im Gras zu wälzen. Wenn wir allerdings Brittas Pfeifen hören, hält unsere Herde nichts mehr. Dann gibt's nämlich Streicheleinheiten und ziemlich oft auch ein paar Möhren und Äpfel bei Britta am Koppelrand. Und wer da nicht direkt hintrabt, dem entgeht was. Es gibt natürlich nicht nur uns, sondern über 30 weitere Kutschbetriebe in der ganzen Lüneburger Heide. Und das ist schon seit vielen Generationen so. Denn Kutschfahrten sind hier einfach Tradition und gehören zu unserer Kultur wie die Heidesträucher selbst. Übrigens, Kutscher, die an speziellen Schulungen zum Thema Natur und Kultur, Geschichte und vielem mehr erfolgreich teilgenommen haben, dürfen das Schild Heidekutscher an ihrer Kutsche tragen. So wisst ihr gleich Bescheid, bei wem das Kutschfahren ganz besonders informativ und inspirierend ist, wenn ihr uns mal besuchen kommt. Das hier ist die Kutsche, mit der Britta, Maja, Motte und ich am häufigsten unterwegs sind. Das kleine Licht da hinten dran, das mag ich besonders. Ich stehe auf Details. Und so sahen die allerersten Kutschen damals hier aus. Schon imposant, oder? Aber ziemlich schwer. Ich bin froh, dass Maja und ich uns nicht so anstrengen müssen wie unsere Kollegen damals. Denn unsere heutigen Kutschen sind leichter und auch viel sicherer als diese. Das finde ich richtig gut. Maja auch, hat sie mir neulich gesagt. Ich mag die Heide und meinen Job hier einfach. Zu Hause ist eben da, wo das Herz ist. Manches Mal, wenn wir uns mit unserer Kutsche früh morgens auf den Weg zur Arbeit machen und der Morgennebel wie eine zarte Wolkendecke aus den Wiesen aufsteigt, bleiben Mai und ich einfach mal zwischendrin stehen, um alles ganz genau anzusehen. Manchmal muss man stehen bleiben und einfach nur schauen, wie schön alles ist. Erwähnte ich, dass ich ein Faible für Philosophie habe? Ich denke, also bin ich. Ihr seid sicher gespannt, wie so eine Kutschfahrt abläuft. Deshalb nehmen wir euch heute einfach mal mit auf so einen Ausflug. Natürlich nur im übertragenen Sinn. Das sind unsere Gäste heute, mit denen wir gleich loskutschieren werden. Und die haben, wie man sieht, genauso gute Laune wie ich und die Britta. Aber die hat ja fast immer gute Laune. Wir sind eben ein echtes Team. Auf so einer Kutschfahrt durch unser lila Land gibt es so viele tolle Dinge zu sehen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich kann mich ja selbst manchmal kaum satt sehen an den Landschaften der Heide. Und ich kenne die ja schließlich aus dem FF. Klar.
sieht man hier zum Beispiel. Das ist der Wilseder Berg, der damals zuallererst unter Naturschutz gestellt wurde. Und mit 169 Metern Höhe auch direkt unser höchster Berg hier. Quasi unser Matterhorn der Heide. Wie im Märchen die Landschaft, oder? Übrigens auch toll für alle, die gerne Fotos machen. Die lächeln dabei immer alle ganz verzückt. Das habe ich beobachtet. Und was mir ja immer wieder so einen kleinen, gruselig schönen Schauer über den langen Rücken jagt, ist der sagenumwobene Totengrund. Hier ist es manchmal richtig mystisch. Und besonders im Herbst, wenn die Morgennebel aufsteigen, ist die Heide so schön, dass es selbst mir manchmal die Sprache verschlägt. Und das will was heißen. Ich rede doch so gern. Übrigens kann Britta ganz tolle Heidegeschichten erzählen. Das macht sie immer, um unseren Gästen viel spannendes Wissen über unsere Heimat zu vermitteln. Ich höre immer heimlich zu und finde, sie macht das wirklich klasse. Orte, die ganz prominenten Persönlichkeiten gewidmet sind, die gibt's hier natürlich auch. Hannibal, ihr wisst schon, der mit den Elefanten über die Alpen ist und so. Der hat hier sogar einen eigenen Hügel als Gedenkstätte. Hannibals Grab heißt das, obwohl er hier gar nicht begraben liegt. Außerdem bin ich sicher, hätte der Hannibal mich gekannt, hätte er auf die Elefanten verzichtet und wäre lieber mit unserer Kutsche und Britta, Maya und mir gefahren. Und Motte, klar. Aber hey, wer nicht zufrieden ist mit dem, was er hat, der wäre auch nicht zufrieden mit dem, was er haben möchte, nicht wahr? So, nun habt ihr einen kleinen Eindruck, was man auf so einer Kutschfahrt sehen kann. Und es gibt noch so viel mehr, was ich euch zeigen möchte. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Heute möchte ich euch ein paar meiner anderen Heidefreunde vorstellen. Neben Britta natürlich. Die ist und bleibt meine Nummer 1. Super Freunde, die habe ich wirklich hier in der Heide in Hülle und Fülle. Zum Beispiel die Heidschnucken. Schnuckis! Die sehen tatsächlich recht füllig und fluffig aus, wenn sie noch nicht geschoren sind. Und lustig sind sie auch. Was machen zwei wütende Schnucken? Sie kriegen sich in die Wolle. Wir haben uns einen geheimen Gruß ausgedacht, den nur wir Tiere hören können. Übersetzt in Menschensprache geht der so. Wann immer wir an einer Schnuckenherde vorbeifahren, rufe ich Heid, Heid! Und meine Freunde blöken Schnuck, Schnuck! Man muss auch mal etwas verrückt sein. Ich find's gut. Die Heidschnucken sind ganz wichtig für die Heidesträucher bei uns. Sie sind sozusagen unsere tierischen Landschaftsflieger. Denn die Triebe der Heidepflanzen sind neben Weidegras ihr Lieblingsfressen. Daher kommt auch der Name Schnucke. Das plattdeutsche Wort snickern heißt übersetzt schnökern, also naschen. Und die naschen eben gern, die Schnucken. Das ist übrigens Will, der Schäfer dieser Herde. Insgesamt gibt's in der Heide rund 11 Heidschnuckenherden mit ungefähr 400 Schnucken pro Herde. Und sogar ein paar Ziegen sind mit dabei. Die fressen nämlich das Holzige an den Sträuchern total gern. Ganz schön viele Landschaftspfleger und Freunde, oder? Ich bin richtig stolz, dass ich all ihre Namen kenne. Naja, fast. Manchmal vergesse ich auch ein paar Dutzend. Viel kleiner als die Schnucken, aber genauso wichtig für die Landschaft sind meine kleinsten Freunde, die Wilden und die Heidebienen. Die sind sogar so wichtig, dass sie einen eigenen kilometerlangen Erlebnispfad haben. Na, ich denke, der ist wohl nur für die Zweibeiner gedacht, um ihnen ein bisschen was über unsere fleißigen Bienchen beizubringen. Denn die Bienen können ja ganz praktisch fliegen und dabei den leckeren Heidehonig sammeln, den Britta so mag.
Und alle, die ich bisher beim Honigkosten beobachtet habe, blickten dabei auch so versonnen lächelnd wie sie. Der muss also wirklich gut sein. Obwohl ich ja frischen Hafer bevorzuge, muss ich sagen. Der ist crunchy. Zu meinem tierischen Freundeskreis gehören auch die Dülmener Pferde, die wild, also ganz ohne Stall und so hier leben. Und die Wilseder Roten, das ist so eine wuschelige Rinderart. Mit den Dülmener Pferden, Schnucken und Ziegen vervollständigen sie das Landschaftspflegerteam der Heide. Übrigens, da gibt's eine wilde Stute, die ich echt sexy finde. Die guckt auch immer. Dann mache ich mich direkt etwas größer und tänzele so ein wenig herum. Das soll Frauen ja beeindrucken. Aber mein Herz gehört ja schon Britta. Doch vielleicht ist sie ja mit Teilen einverstanden. Ich werde das mal überprüfen. Freunde, die ich weniger oft sehe, dafür aber fast immer gut hören kann, sind die besonderen Heidevögel. Zum Beispiel die Heidelerche, deren Gesang einfach zur Heide dazugehört. Oder der Ziegenmelker. Nein, doch nicht der. Ich meine die scheuen Vögel, die meist am Waldrand wohnen, erst in der Dämmerung aktiv sind und ganz lustige Töne machen. Und die heißen wirklich Ziegenmelker. Oder die Birkhühner in den Mooren. Die sind auch klasse. Und sogar unser Leitvogel hier in der Heide. Das ist schon eine Ehre, oder? Aber im Grunde kommt's ja gar nicht so sehr auf die Ehre, sondern das Wohlfühlen an. Ich glaube, all meine Freunde fühlen sich hier genauso wohl wie ich. Und weil Freunde sich auch besuchen, trabe ich jetzt mal zu den Wildpferden los und hoffe, die süße Stute ist auch da. Aber verratet es keinem. Heute ist mein Wellness- und Gesundheitstag, mein Ich-Tag. Darauf freue ich mich jedes Mal und höre schon am Gang von Britta, dass es wieder soweit ist. So ein Fred-Pflegetag ist schon toll. Zuerst werden meine Füße, Hufe wieder schick gemacht, quasi Hufiküre. In der Hochsaison bin ich wie andere Pferde auch beschlagen. Das heißt, wir bekommen immer so schöne glänzende und maßgefertigte Hufeisen dran. Im Herbst und Winter habe ich statt Hufeisen äußerst bequeme Hufschuhe. Quasi meine Fred-Puschen, in denen es sich ebenfalls ganz wunderbar traben lässt. Man sagt ja, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ich kann sagen, wir haben echt Glück mit unserer Schmiedin. Wie bei der Pediküre bei euch Zweibeinern gibt es auch für uns Pferde echte Profis für die Hufiküre. Für mich ist das Carmen, die dann zu uns in den Stall kommt. Hier hobelt sie mir gerade die Hornhaut wieder weg, die sich durch das viele Traben gebildet hat. Schwupps, trabt es sich wieder wie auf Wolken. Ach, ist das schön. Dafür kriegt Carmen dann immer einen Dankbarkeitsstupser. Sie kennt das schon und weiß dann direkt, wie sehr ich ihre Arbeit schätze. Nach der Hufiküre kommt dann Sabine zu Besuch. Die ist Körpertherapeutin und weiß ganz genau, wie sie mich massieren und meinen Hals, meine Beine, meinen langen Nacken und den Rücken und überhaupt den ganzen großen Fred locker und entspannt macht. Sabine kriegt dann auch immer einen Dankbarkeitsstupser von mir. Muss sein. Nach der Hufpflege und so einer Massage könnte ich Bäume ausreißen vor lauter Energie. Naja, vielleicht keine Bäume, aber zumindest Heidesträucher. Darf ich aber nicht. Die sind ja geschützt und nur die Schnucken dürfen daran herumzupfen. Doch, das habe ich euch ja schon neulich erzählt. Und dann kommt noch der Tierarzt Dr. Jürgen und schaut, ob mit meiner Gesundheit alles in Ordnung ist. Anfangs war ich recht kritisch eingestellt,
Doch nachdem er mir mehrmals einfach so ein paar Möhren mitgebracht hat, mag ich ihn wirklich. Toller Typ. Und er feiert heute Werb vor Frieden mit meiner Gewumpfheit und mit mir im Grofen, um Gampfen zu weinen. Klar, mir geht's hier ja auch saugut. Naja, und dass meine Britta mich dann auch noch krault, das steht zwar nicht im Wellnessprogramm, sie macht es aber doch jeden Tag, weil sie genau weiß, wie sehr ich das liebe. Dafür küsse ich sie dann auch immer ganz zärtlich und bringe sie zum Lachen. Freunde tun sowas eben und ich find's richtig schön. Nun wisst ihr Bescheid, wie so ein Wellness-Tag bei mir aussieht. Ach, hätte ich nicht so einen Spaß an meinem Job als Kutschpferd, ich könnte jeden Tag Wellness machen. Und weil ich jetzt so entspannt bin, genieße ich dieses Gefühl mal ganz für mich allein. Hier bin ich Fred, hier darf ich sein. Und weil das direkt mal meine Gelassenheit stimuliert hat, habe ich mir überlegt, euch heute die eher stille, besinnliche Seite meiner Heimat zu zeigen. Denn auch wenn ein Zweibeiner mal dringend Ruhe und Anregung für all seine Sinne braucht, ist er bei uns in der Heide genau richtig. Achtsamkeit nennt man das, glaube ich. Schaut mal, die wandert. Ich habe gehört, dass das Wandern gestressten Zweibeinern sehr gut tut und dass sie sich im Einklang mit der Natur fühlen. Ja, das kann ich bestätigen. Ich spaziere ja schließlich auch total gern durch die Heide. Entspannt wirklich enorm. Und Britta, die hat da auch so eine Gabe. Nicht nur, weil sie ein sowieso sehr gelassener Zweibeiner ist, sondern weil sie auch genau weiß, welche schönen Orte in der Lüneburger Heide eher etwas abgelegen und nur zu Fuß oder mit unserer Kutsche erreichbar sind. Solche Plätze sind wie kleine Oasen, die ganz besonders viel Ruhe ausstrahlen. Manchmal hilft Britta unseren Gästen sogar dabei, das Gedankenkarussell komplett abzuschalten und mit allen Sinnen wahrzunehmen, was um sie herum so los ist. Achtsamkeitsparcours, so nennt Britta das. Dann sind alle ganz still und aufmerksam und achten genau auf alles, was sie so um sich herum hören, riechen, sehen und fühlen können. Britta macht sie darauf immer aufmerksam oder zeigt ihnen besonders inspirierende Dinge. Wie hier an diesem Platz, wo man Wasser in den Steinrinnen entlang fließen beobachten kann. Oder bei unserem Lieblingsbaum, den wir Kraftbaum nennen, weil er so majestätisch und mächtig und irgendwie sehr beruhigend ist. Das ist fast ein bisschen wie Meditation. Und irgendwann kann ich richtig beobachten, wie sich die Gesichter entspannen, wie die Menschen so richtig zufrieden aussehen und irgendwie ganz Teil der Natur sind. Naja, und unsere Kutschfahrten sind ja ohnehin ein sensationelles Mittel, um sich mit der Natur hier verbunden zu fühlen. Plus für den Klimaschutz total abgasfrei. Es sei denn, ich hab mal Blähung, aber das fällt ja gar nicht so ins Gewicht. Kutsche fahren ist so umweltschonend und wir tun das mit großer Liebe und Achtung für unser wunderschönes lila Land. Apropos, wusstet ihr, dass die Farbe lila auch für Frieden, Freiheit, Spiritualität, Kreativität und Mystik steht? Passt doch, oder? Ach, ich könnte euch noch so viel von meiner Heimat erzählen, doch vielleicht kommt ihr einfach mal selbst vorbei und Britta, Maja, Motte und ich zeigen euch auf einer Kutschfahrt, wie wunderschön es zu jeder Zeit hier in der Lüneburger Heide ist. Und jetzt habe ich Feierabend und da machen Britta, Maja, Motte und ich mal nichts anderes, als die Seele baumeln zu lassen. Das muss auch mal sein.
Ich hoffe, ihr tut das ebenfalls. Ich verabschiede mich nun von euch und freue mich, dass ihr mich die letzten Tage durch meine Heimat und mein Leben begleitet habt. Noch viel mehr aber würde ich mich freuen, wenn wir uns irgendwann einmal persönlich kennenlernen. Dann könnt ihr mir gern den Kopf kraulen und vielleicht darf ich euch dann ein bisschen die Schulter stupsen. Nur ein bisschen, klar. Bis dahin, macht's gut. Ich schick euch fröhliche lila Grüße. Euer Fred. Ausleiht. Lamborghini.